Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield Let's Play, und zwar Avanti Savoia. In der letzten Folge und in den letzten Folgen haben wir einflussreiche Freunde gespielt. Da waren wir ein Kampfpilot der Royal Flying Corps, und jetzt Avanti Savoia. Melde dich freiwillig bei den italienischen, wie wird das ausgesprochen, Arditi? Ich hoffe es mal so. Ansonsten kann man mich gerne korrigieren. Einer Schocktruppeneinheit, die in den italienischen Alpen kämpft. Das heißt, wir haben schönes Gebirge und heiße Waffen. Los geht's. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. So, und dann spielen wir La Vittoria. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich spreche selber kein Italienisch. Führe den italienischen Angriff auf den Königsgipfel. Los geht's. Dolomiten, Norditalien, Herbst 1918. Die Front zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite, den Feind zu brechen. Während sich die irregulären Truppen eingraben und ihre Stellungen befestigen, plant ein Gebirgsjägerregiment einen unorthodoxen Angriff. Diese Einheit ist auf riskante Einsätze spezialisiert. Man nennt sie die Arditi. Das Motto der Arditi: O la vittoria, o tutti accoppiati. Entweder siegen wir, oder wir werden alle sterben. Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Avanti Savoia. Alla vittoria! O tutti accoppati! Los geht's! Wir sind gepanzert und schwer bewaffnet. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Viva la Italia! Los geht's! Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten. Ich werde nicht sterben, Jungs. Ihr werdet alle sterben, aber ich werde ewig leben!
Bye bye. Es macht gleich Bumm bei dir. Es hat Bumm gemacht. Ich gehe mal in den Schützengraben runter. Oh. Haben Sie nochmal einen Flammenwerfer? Ja, da steht noch einer. Kommst du weit, Junge? Scheiße nochmal. Und du nimmst deine Freundin den Tod mit. Hier, nimm das. Ich lade mal nach. Diese verdammten Flammenwerfer. Boom. Sehr schön. Das ist unserer. Zum Glück hast du dich geduckt. Jungs, weg da! Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Rein um dein Leben. Oh, ich fühle mich so mächtig mit der Rüstung. Du musst die Feinde schon töten. Sind sie hier oben? Ich weiß nicht, wo sie sind. Bin ich irgendeine Treppe hoch? Könnte doch sein, dass Feinde noch oben sind. Ein Soldato. Amis. Nichts da. Ihr gehört jetzt uns. Da war dieses Artilleriegeschütz, das auf Matteos Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Los. Ich musste also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Das tun wir. Scheiße. Dieses Artilleriegeschütz ist wirklich mühsam. Es ist mühsam, um nicht fluchen zu müssen. Scheiße. Den kriege ich nicht. Ah doch, den kriege ich klein. Bye bye. Oh, dich auch gleich noch. So sieht's aus. Wir sind ein Gebirgsjäger. So. Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Okay, wir gehen in Deckung der Berge, der Steine hoch. Hier hinten rum. Zu weit rechts rum kann ich dann nicht mehr. Das kommt gut. Jawohl. Sehr schön. Boom. Flammenwerfer. Rechts oben, glaube ich. Ja. Weg da. Ich muss weiter, ich muss das Artilleriegeschütz wegbringen. Um jeden Preis. Hoch, 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 hoch.
glaube nicht, dass er tot ist. Okay, ich lege mich mal hin. Lade mal nach. Glaubst du, das bringt was? Wir lassen mal die Flammen sprechen. Das reinste Massaker hier. Das reinste Massaker. Ja, Scheiße trifft es gut. Wie schaut denn das Teil jetzt aus? Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Tja, Buch. Ich sehe nichts mehr. Boah. Weißt du, was nützlich ist hier drin? Dynamit. Na dann. Ich laufe mal auf der anderen Seite raus. Bevor ich sie in die Luft springe. Ciao, Bella. Gut. Was nun? Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Dann. Ti amo, ti amo. Nicht so schnell, Jungs, lasst mich vor. Ansonsten geht die nur drauf. Ja, verdammt nochmal. Avanti, avanti. Los, Jungs. Avanti. Ich musste zuerst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Einfach weiterlaufen. Puh. Das hat Leben gekostet. Weg mit dir. Ich muss weiter. Das verdammte Flankgeschütz muss jetzt weg. Los, 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 los. An der Saale. Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Sie visierten Matthäus' Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Und los. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen. Ich bin immer noch gepanzert und geschützt. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Das werden wir nicht zulassen. Für Matteo. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen.
Also hielt ich die Stellung. Verdammt! Wo sind denn die durchgebrochen? Den kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Ah, der zieht zu mir. Sehr gut. Die kommen von der linken Seite dieses Mal. Ruhe. Ich bin Bombe am Töten. Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar. Da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab.